Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Blickpunkt Kleine Bergland. Heute sind wir hier an einem wunderschönen Biergarten in Eifeld an der Leine. Und wie Sie sehen, machen wir auch gleichzeitig Musik. Deswegen kann ich jetzt nicht weitermachen. Schauen Sie unsere Sendung und tschüss. Wuhu! Ich bin's, der Gottschalk. Nee, zum Glück nicht. Tieren, die sonst keine Chance mehr haben, eine neue Chance geben. Genau das tun Viola und Thorsten Engelke aus Sack bei Eifeld. Sie betreiben den Gnadenhof Kunterbund, der sich liebevoll um allerlei Tiere kümmert und der ihre Unterstützung gebrauchen kann. Inzwischen tummeln sich so viele Bewohner auf dem Hof und im Haus, dass es für die Engelkes immer schwerer wird, allem und jedem gerecht zu werden. Auf der Suche nach Unterstützung haben sich die Tierfreunde unter anderem auch an die Stadt Eifeld und an Leine Bergland TV gewandt. Beide waren vor Ort und haben geholfen. Bürgermeister Bernd Beushausen in Begleitung von Friedrich Suhe hat mit den Engelkes über eine mögliche Vereinsgründung zur Unterstützung des Gnadenhofs gesprochen. Und wir vom Leine Bergland TV berichten über das Vorhaben. Wenn Sie den Gnadenhof Kunterbund unterstützen möchten, wenden Sie sich an Viola Engelke unter der Rufnummer 0171 5317276. Oder schauen Sie bei Facebook unter Gnadenhof Kunterbund, eine Arche für Tiere. Es war mal wieder rappelvoll im Biergarten an der Leine in Eifeld. Dieses Mal gab es Live-Musik von uns Liedersachsen. Dargeboten wurden ausschließlich eigene deutsche Songs aus regionaler Herstellung. Der diesjährige nicht enden wollende Sommer hat den zahlreichen Zuhörern wieder einen gemütlichen Abend mit Urlaubsfeeling mitten im Leinebergland beschert. Zu Füßen des Id liegt der Campingpark Humboldtsee, beliebt bei Jung und Alt. Wir waren mal dort und haben uns erkundigt. So, liebe Zuschauer, hier sind wir, Sie werden es gar nicht glauben, in der Nähe von Duingen, dem wunderschönen Leinebergland, kann man noch knapp sagen, schon fast Weserbergland beinahe, ne? So ist es, ja. Auf der Grenze, ja. Mit Herrn Patt. Herr Patt ist der Besitzer dieses wunderschönen Areals hier, nämlich dem Campingpark Humboldtsee. Herr Patt, ganz früher wurde hier mal Kohle abgebaut und heute kann man hier wunderbar schwimmen. Was kann man denn hier alles erleben? Also in 1960er Jahren ist das Wasser frisch eingelassen worden. Es wird vom Id gespeist. Die Id-Quellen sind unterirdische Quellen, die hier einfließen und bringen uns immer frisches, schönes Trinkwasser. Das wird auch regelmäßig untersucht, sodass wir hier im Augenblick auch, oder hatten eigentlich die letzten Jahre noch nie, Blaualgen-Situation, weil es ein Fließgewässer auch ist. 6 Hektar See, die laden ein. Hier kann man mit Booten, hier kann man baden. Wir haben eine kleine Badeinsel. Hier kann man mit Booten fahren, paddeln. Elektroboote werden eingelassen. Stege rundum, also es gibt auf jeder Seite des Sees gibt es eine Sonnenseite, die es ermöglicht, dass die Gäste sich hier wohlfühlen und einfach je nach Ruhebedürfnis auch ganz für sich hier baden können. Ganz wunderbar und wie wir gerade gehört haben, auch ohne Blaualgen, einer der wenigen Seen, der davon verschont ist. Ja, das ist so. Jeden Tag rufen zig Leute an. Das ist schon etwas anstrengend, immer wieder zu erklären. Es gibt bei uns keine Blaualgen und wenn, müssten wir das auch, aber es ist untersucht worden, das Wasser ist klar, das sehen Sie vielleicht auch mit Ihrer Kamera und man schaut hier schön. Man kann auch angeln, viele sind nachts dann auch da und können auch aus dem Boot heraus angeln, auch das ist eine schöne Möglichkeit. Tatsächlich? Ja. Das wusste ich auch nicht. Ja. Okay, ja. Ja, der Humboldt-Wal hier, den hat noch keiner rausgezogen, aber ansonsten manchen Hecht oder so, den hat es hier schon gekostet. Okay, so sozusagen eine lokale Nessie hier, ne? Aber hier kann man nicht nur wunderbar baden und auch angeln, sondern hier kann man natürlich auch campen. Hier ist ja auch ein großer ja. Campingplatz angeschlossen. Weiß nicht, ob man das hier sehen kann, aber man ahnt schon so ungefähr diese wunderschönen Flächen hier. Ja, wie viele Plätze haben Sie denn hier? Wir haben 450 Dauercamperplätze und nochmal 200 Plätze für Saisoncamper. Und dazu können wir, und das ist vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, große Gruppen, 300, 400 Gruppen hier, also Personengruppen unterbringen. Feuerwehrgruppen, Kirchgemeinden, Schulausflüge, DLRG-Jugend, alle sind hier gewesen und gibt ein großes Fußballfeld, ein Beachvolleyballfeld auch. Und da kann man also auch mit einer großen Gruppe hier Urlaub machen. Oder einfach alleine und seine Ruhe haben. Der Platz ist 36 Hektar groß, einer der größten mit in Deutschland, auf jeden Fall in Niedersachsen. Und da gibt es wirklich für jeden Geschmack die richtige Ecke. Wir sind Naturplatz, das muss man immer wieder auch wissen und den Zuschauern auch sagen. Also es ist nicht steril hier, sondern man lebt hier in der Natur und das macht die große Freude. Und was auch noch große Freude macht, zum Abschluss gesagt, ist nämlich die wunderbare Gastronomie, die wir hier auch
haben, sodass man also auch hier wunderbar noch nebenbei essen kann. Das wird von Familie Hellige betrieben, ist unabhängig von uns, aber es lädt ein. Da ist donnerstags Grillbuffet und samstags, jeden Samstag wird frische Pizza gemacht und Frau Hellige schnibbelt wirklich die Champignons selber, das höre ich. Und wenn die Schnitzel geklopft werden, dann hört man das jeden Morgen. Also hier wird auf Qualität auch Wert gelegt. Rundum Wohlfühlen kann man sich also hier direkt bei uns in der Nähe, ein Juwel der Landschaft sozusagen. Wir werden das gleich mal in einem Selbstschwimmtest und in einem Selbstesstest nochmal genau auf Herz und Nieren prüfen. Vielen Dank erstmal und ja, wenn Sie mal sich erholen möchten, sind Sie hier genau richtig. Das war unser Blickpunkt für heute. Ich werde jetzt mal hier mit diesem vorbereiteten Leine Bergland TV-Boot schon mal in See stechen. So, also mal gucken. Muss da irgendwo hier noch der Anschalter sein oder was? Muss man hier was einwerfen? Euro? Oder kann mich mal jemand reinschieben? Könnt ihr mich mal reinschieben? Okay. Okay. Nee. Okay, dann geht auch so zur Not. Bleibe ich eben hier. Ja, machen Sie es gut.